Seit dem 11. Oktober sind Corona-Schnelltests in Deutschland wieder kostenpflichtig. Ausgenommen von den Gebühren sind Menschen, die sich aufgrund einer Erkrankung nicht impfen lassen können. Bei den Anbietern solcher Tests macht sich die neue Regelung unterschiedlich stark bemerkbar. Also die kostenlosen Tests, dadurch, dass die wegfallen, haben wir schon deutlich weniger Kunden. Es kommt schon vor, dass dann jemand kommt und irgendwie meint, ja, ich konnte mich doch immer umsonst testen lassen, wieso jetzt plötzlich nicht mehr? Die Zahlen bis jetzt am Vormittag sind nicht so runtergegangen wie erwartet. Es gibt schon etliche Leute, die dafür Geld ausgeben und nicht nur die Ermäßigten, sondern auch die vollen Preise von 19,90 bezahlen. Und ja, da anscheinend irgendwie ein Bedarf haben aus verschiedensten Gründen. Ziel der Regierung ist es, mehr Bürger zu einer Corona-Impfung zu bewegen. Das Konzept stößt auf ein geteiltes Echo. Der Anreiz ist auf jeden Fall da, weil jetzt geht es erst ins Portemonnaie und da werden sich dann viele überlegen, sich doch testen zu lassen oder impfen zu lassen. Wenn die Leute testen werden, finde ich das besser und sicher für alles. Einheitliche Preise für die Schnelltests gibt es nicht. Jeder Anbieter kann die Kosten nach eigenem Ermessen festlegen.